Und willkommen zu einem neuen Amiibo-Unboxing. Heute gibt es Bowser. Ja, den gab es schon mal, aber diesmal ist er von der Super Mario Collection. Ich habe ja auch noch den Smash Bros. Bowser. Den zeige ich euch gleich auch nochmal zum Vergleich. Wir machen den jetzt erstmal los und lassen ihn wieder aus seinem Käfig hier raus. Ist hier der altbekannte Schrott rausgeflogen. Hier ist noch mehr Müll drin diesmal. Läuft. Nein. Sorry. So. Da haben wir Bowser auf seinem roten Sockel. Und der sieht echt schick aus. Super verarbeitet. Auch tolle Farben von der Haut her, vom Panzer her. Hier ist nochmal der andere. Hier nochmal so ein bisschen im Größenvergleich. Hier sieht man jetzt nicht so. Mach das mal so ungefähr. Ihr seht, der Bowser ist ein bisschen größer auch. Und eher dunklere Haut, der Panzer ist so ziemlich gleich. Aber die Haare sind noch ein bisschen rötlicher als hier. Auch die Haut, die Armbänder sind fast gleich. Boah. Also ich mag den Bowser mehr, auch von der Position her. Also so, das sieht besser aus als hier, ein bisschen, finde ich. Ich habe mir den jetzt deswegen geholt, weil ich den in Mario Party verwenden kann. Als richtig spielbare Figur. Das geht mit dem nicht so wirklich. Ihr habt es ja gesehen. Wenn man den hier einlöst, kriegt man diese Bonus-Rubbel-Karten. Bei dem Bowser kriege ich halt diese Sockel hier. Ist auch ganz cool. Und demnächst kommt dann noch diese Dame hier. Peach. Die ist aber im Moment auch wieder überall weg. Muss mal schauen, wo ich die noch finde. Und Mario, weiß ich gar nicht, ob es den so gibt. Ich habe den bis jetzt nur in dem Mario Party 10 Bundle gesehen. Ich schau mal. Okay, aber dann bis zum nächsten Amiibo. Unboxing und tschüss.